heute. Ich bin fertig. Oh, fuck, ey. So. Oh, fuck. Es ist so scheiße warm draußen. Ich bin fertig für die Welt heute. So. Oh, wenigstens bist du mal jetzt noch am Leben noch. Jetzt muss ich noch mal deinen Tod sehen, das ist nicht schön. Leute, echt, ey. Reicht ja schon nicht, dass der Koloss, aber ich glaube, den Koloss, den schaffen wir jetzt. Ich habe eine Sache jetzt, ja, gesehen, da werde ich halt beobachten. Draußen Hitze, hier Hitze, überall Hitze. Ich mach noch ein zweites Fenster auf hier. Dann bin ich wieder da. Ja, Bruno, das ist ziemlich warm, ne? So, ja, schon wieder da aus der Hitze, aus der Hölle bin ich gekommen gerade und das ist furchtbar. Kann ich niemandem empfehlen. Ja, jetzt müssen wir nochmal das Pferd wiedersehen, der jetzt leidet und stirbt und Trauer und oh mein Gott, ey. Tschüss. Boah. Ich glaube 26. Ja, sehr warm draußen. Also bei uns in Lübeck scheint die Sonne. Wir haben kaum Wolken, also keine Wolken richtig. Und weil ich Dachgeschosswohnung habe, ist es erst recht warm. Also 26 Grad in der Wohnung schon. Aber dafür habe ich Luna kaputt gekriegt. Sie liegt jetzt nur noch. So kaputt ist sie. So, aber jetzt müssen wir den Cross schaffen. Aus dem Grund, weil mir ist eingefallen, ja, wo ich gerade den Stream feier. Wo ich das so gesehen habe wegen den Armen und ich habe ja oben eine Schwachstelle gesehen, sag ich mal. Okay. Vierter Stock, wohnst du in Hochhaus oder vierter Stock Wohnung? Also so viel, ja, vier Etagen Wohnung gibt es das ja. Hätte ich doch lieber da hoch. Also wir haben ein dreistockiges Haus hier nur und Dachgeschoss halt. Das ist super. Ah, hey. Hallo? Ich drück noch nie mal nach, dass du nach da. Ich. Ah, da hast du es dann gut gehen, nehme ich an. Vierter Stock geht noch. Furchtbar warm. Besonders, man geht duschen und es ist. Man schwitzt wieder, das ist furchtbar, das hasse ich erst recht, dann ist mal wieder nass. Das hasse ich.
Heute Morgen schön Duschi Duschi gemacht und dann sowas. Ja, jetzt regnet's. Ab. Warum regnet's hier oben nur, frage ich mich gerade. Wenn ich jetzt unten gehe, regnet's gar nicht. Das gibt für mich keinen Sinn, aber okay. So, jetzt müssen wir schnell nochmal hin, her. Ich war schon überlegen, vielleicht bis zu den Füßen nochmal hin, ohne Livestream zu spielen, aber ich habe gedacht, nee, ich zieh's durch. Wenn dann, wenn wir leiden, dann müssen alle leiden, nicht nur ich. So. Der zeigt da schon mit Finger auf mich. Bla bla bla. Aua. Alter. Dass er aber immer so lange liegen bleiben muss, frage ich mich. Echt, das ist so. Oh. Ich glaube nicht. Kann ich eine Rolle machen? Achso. Eine Rolle rein. Das wollte ich rausholen. Das ist gut. Das hat geklappt. Okay. Lass dir Zeit, also bis zu der einen Stelle dauert's ja noch. Also der Boss, den müssen wir jetzt legen. Mal gucken, wahrscheinlich wird es schnell gehen, hoffe ich. Wenn alles gut läuft. Und das schöne Wasser, der schöne Regen, die schöne Atmosphäre hier. Ich weiß nicht, der Typ da, der hat Aggressionsprobleme da, echt, also das geht ja. Wieso ist der Bauch nur mit dem Finger schnipsen und dann. So, jetzt müssen wir gleich unter seinen Rock krasseln, ne? Ach ne, da war ja was. Ich vergaß. Ach, ich bin da runtergepulstet, ist auch gut. So, schnell auf ein neues. Alter. Hallo? Hallo? Geh doch hoch. Alter, ich will dich mobben. Warte hier, ich trinke so lange Wasser. Boah, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt da hochgehe und einmal aus Versehen getroffen werde, bin ich weg. Und das will ich nicht. Das kann ich mir jetzt nicht leisten. Oh, ich habe keinen Bock nochmal auf den ganzen Weg nochmal hoch. So, hallo, willkommen. Zum. Todesspiel. Alter. Ich will nur da hoch, mehr nicht. Boah. Oh,
musst du mir mit dem Finger auf mich zeigen. Ich frag mich allgemein, wie du mich sehen kannst von der Höhe. Hast du so Atmung? Ach, und du zeigst ja mit drei Fingern sogar noch. Runter. Super. So, jetzt gelangen wir endlich unterm Rock der Frau. Die Königin. So, ich glaube, wenn ich jetzt sterbe oder so, müsste es eigentlich da sein, oder? Es müsste gleichzeitig ein Kontrollpunkt sein. So. Auf ein neues. Oh. Ich verstehe es nicht. Wie kann man alles? Okay, ich weiß gar nicht. Also ich kann es jetzt nicht schlecht hineinversetzen. Würde ich, wenn jetzt meine Freundin tot wäre? Beziehungsweise jetzt die, beziehungsweise meine Ehefrau. Würde ich die wiederbeleben? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Aber die haben noch nie mal gepimpert. Ich glaube, die würden sie nur wiederbeleben, weil ja. Weil sie Jungfrau ist. Oh, ich krieg sonst keine ab. Ich muss sie halt wiederbeleben. Vielleicht kriege ich sie. Aber was mit der Menschenmeute auf sich hat, da bin ich gespannt. So. Oh, ich habe eigentlich Bange. Ich habe richtig Bange. Ich werde es verkacken. Obwohl eigentlich jetzt gewisse Sachen habe ich. So, Hitze, geh weg. Ich will jetzt einen Koloss vernichten. Oh. Alter! Nur weil ich daneben gesprungen bin, wie kann ich daneben springen? Ich freue mich gerade. Hallo? Alter, Spiel. Ich sehe es langsam als richtiges Mobbing an. Ich werde einen Brief zu einem Entwickler schreiben, auch in Deutsch. Mir ist es scheißegal, ob die kein Deutsch können. Ich werde es machen, ich sage es dir. So. So, einmal. So, jetzt bin ich auf Hand, endlich. Alter, Hitze, geh bitte weg. Das ist so widerlich mit den Schweißhänden. Ja. Komm schon. Nein! Alter! Was war das denn? Komm schon. Komm schon. Bin ich denn jetzt? Ich bin orientierungslos jetzt gerade irgendwie. So, da hoch. Was ist das?
Jackie. Hol tief Luft. Meditier. Das ist besser. So, so. Komm schon. Komm schon. Oh, Sonne, verpiss dich wirklich. Ich hasse dich, Sonne. Komm schon. So. Weil ich so nach hinten muss, dann gehe ich lieber hier lang. Wieder da, okay. Und ja, ich bin wieder da in der Unterwelt. Wie du siehst, das ist furchtbar hier. Richtig furchtbar. Sag mal, sind Ferien? So, komm. Da oben muss ich nur hoch, oder? Hä? Wieso? Hey, komm, dann gehe ich jetzt hier hoch. Kein Bock drauf, ey. Ich gehe jetzt da hoch und das war's. Hier so. Einmal im Kreis. Und jetzt nochmal. Ich wollte eigentlich von hinten. So, ich trinke aber nochmal was und dann vermögen wir den Boss. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Team ist aber 30 Sekunden verzögert, oder? Eigentlich müsste es ganz gut laufen. Ich habe halt die eine Stelle an der Schulter gesehen und ich glaube, da könnten wir mit Bogen was machen. Glaube ich, wenn das alles gut läuft. Wenn das alles mitmacht, so wie ich es will. Luna, alles okay? Alles gut. Komm, dreh dich. Nicht so! Hey! Ruhig! Halte ruhig! Ruhig halten! Oh, das ist mies, das ist richtig mies jetzt. Luna, willst du spielen? Alter. Ich nehme zurück, es wird nicht gut laufen, es wird furchtbar laufen, aber ich glaube, die Hitze macht mich auch jetzt fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist... Besonders das Lächerliche ist, es ist der letzte Koloss, das ist das Lächerlichste. Die Nacht wird wahrscheinlich eine Zwischensequenz geben. So wie ich die Entwickler kenne. Vier Zwischensequenz reinpacken und dann und Bosse und wenig Leben reinpacken. Aber die Spiele sind gut, die sind schon gute Spiele, ne? Nur der Boss ist ja gerade so, boah. Besonders das Spiel besteht nur aus Bossen. Das ist noch komischer, finde ich, ein bisschen. Aber gut. So, du bist der Letzte. Und dann werde ich viele Jahre, wahrscheinlich erst in 2-3 Jahren wieder wochen. Ja. Obwohl nicht bei allen Spielen. Darksiders zum Beispiel, da fand ich die easy irgendwie. Ich weiß gar nicht.
bei 1 und 2 so auf ein neues. Oh. So. So, 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 so. Ja. Da bleib. Da. Hoch, 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 hoch. Genau, so gut, das ist gut. Dann hier. Einmal schön stechen. Na. Damit es noch länger bleibt, das ist furchtbar gerade. So. Und abspringen. Genau. So, und jetzt die Hand einmal stechen. Darf ich dich mal stechen? Ich muss dich mal nur einmal kurz stechen. Warum muss ich dafür oben sein? Hallo? Muss ich wirklich oben sein, wenn irgendwie... Hä? Hallo? Ja, jetzt hält er. So, Bogen. Aber warte mal, ich will lieber, wegen Ausdauer. Ich steche ihn lieber gleich noch einmal. So. Festhalten, jetzt greift er da, hoffe ich. Ja, guter Junge. Guter Junge, danke. Boah. Bist du nervig, weißt du? Alter, was soll das? Wenn ich jetzt hier runterfall, dann gibt's erst recht Ärger Spiel. Boah. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Hör auf damit! Mein Gott! Prinzessin! Du bist doch eine Prinzessin! Hör auf! Hör auf! Bitte, 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 bitte! Ich habe Angst wegen der Ausdauer jetzt gerade. Ohne Witz, ich habe jetzt eigentlich wirklich Angst wegen der Ausdauer nur. Leute, kann ich noch ein bisschen runter? Das halt Scheiße. Na! Oh, komm, Schulter. Ich bin auf der Schulterblatt. Oh fuck, 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 fuck. Gerade wirklich nur die Ausdauer, ne? Komm, 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 komm. Der hält nicht mehr viel aus, aber wenn er so viel zappelt, dann nervt das. So, Habische, hallo! Und hallo, 7 Zuschauer! Seid herzlich willkommen beim Endfight von Shadow of the Colossus. Der... Ich bin froh, dass ich auf dem Kopf bin und ich bin froh, dass ich hoffe, dass ich nicht runterfalle. Das ist meine größte Hoffnung. Und Schuss! Komm schon, nicht mehr viel. Jetzt ist der Tod. Halleluja!
Oh, der letzte Kloß. Alter, ich bin fertig. Alter Falter. Das war eine schwere Geburt. Alter. Oh, ich trinke jetzt drauf. Seele eingesammelt. Jetzt kommen die Menschen auf der verbotenen Insel, wo... Kommen wir vielleicht jetzt raus? Bin gespannt. Ohne Witz, da bin ich gespannt. Was die allgemein machen wegen das Mädchen, wäre verflucht, sag ich mal. Und das, na nicht, das ist so komisch irgendwie, die Geschichte ein bisschen. Verfluchtes Mädchen wird geopfert und die Seele will einen jemand wieder haben. Seiner Glück. Ja, finde ich auch schade. Wird ja meistens nur der Lord Emon. Wer ist das überhaupt? Wird nur neu aufgelegt immer. Aber dann ist auch die Frage, worum soll sich der zweite Teil überhaupt handeln? Der ist sauer, der Lord Emon. Alle Götter sind zerstört. Was hat er getan? Die Götzen zerstört. Und dann noch solche Kirchenorgelmusik, oh mein Gott. Lebst du? Komm, lass nicht alles jetzt umsonst sein, ey, das wäre traurig jetzt. Wenn alles umsonst wäre. Excalibur. Oh mein Gott, ich sehe aus wie ein Untoter. Habe ich so viele Seelen in mir von den Kolossen? Ja, ich. Nö, hab ich gar nicht. Verbotener Spruch. You want to lie, Leludo? Le kakelo in your own. Imus omro ruido. Akif. Otis aila ikon kardika. Ja, von den Toten besessen, also Kolossen, glaube ich.
Hörner. Oh mein Gott. Ich hab doch nur die Klasse getötet, weil ich sie wieder haben wollte. Und jetzt ist er selbst tot, weil er besessen von den Schattenwesen ist, also von den Seelen der Glosse. Interessant, okay, jetzt verstehe ich's. Was die Kolosse sind. Geil, ich kann ihn jetzt steuern. Hey, nee, ich kann nur eine Taste, einen Angriff machen, wenn nicht. Alter, wie sehe ich denn aus? Kann ich überhaupt raus aus dem Schrein, freue ich mich jetzt gerade wegen, ich sehe die... Wo seid ihr? Da sind sie.
am Hominidon. Ja, der Koloss ist mir, beziehungsweise die Kolosse war allgemein, die ganzen Kolosse war Domin. Domin wurde in 16 Einzelteile geteilt, deswegen in den ganzen Kolossen, deswegen ist es ein verfluchter Ort. Werde ich jetzt wieder zum Menschen und Domin wird eingesperrt wieder. Nein. Nein, ich will nicht. Nein, ich will zu meiner Geliebten. Ich will zu meiner Geliebten. Nein. Nein. Ich will nicht. Ich kann mich aber auch nicht festhalten irgendwie. Nein. Nein. Doch. Nein, ich lasse nicht los. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Lasst mich zu meiner Geliebten! Ihr seid gemein! Das ist meine Braut, meine Jungfrau! Ich will noch nicht als Jungfrau selbst sterben! Hilfe! Nein! Nein! Meine Ausdauer! Ich muss... Wir müssen gehen, glaube ich. Alter, nein. Noch ein. Oh, die haben die Brücke mit Springsätzen gemacht. Irgendwas, dass niemand mehr dahin gehen kann. Trauriges Ende, wenn man bedenkt, sagen wir mal, man tötet die ganze Zeit Kolosse und dann erfährt man, dass Domin so die ganzen Teile. Sie kommt jetzt so nicht mehr zurück, auch wenn sie leben würde. Sie kommt ja nicht zurück, sie kann nicht mehr. Also auch in der Menschenwelt, meine ich. Die bleibt jetzt auf der Insel, wenn. Und man selbst ist ja weg. Und Domin war ja. Hat uns genutzt, um sich wieder heraufzubeschwören, weil er in 16 Teile, also jeder Koloss. Seine Seele ist in jeder Koloss gewesen, sag ich mal. Oder die Kolosse waren ein Teil von Domin immer. Ja, jetzt lebst du. Und dein Freund oder dein Mann ist futsch. Den gibt's eigentlich jetzt nicht mehr. Den man die ganze Zeit selbst gespielt hat. Pferd tot, ich tot, sie lebt. Oh ja, ja.
Du willst mich für Kacke eiern. Hat das Pferd doch überlebt? Ja, die Frage ist, es gibt doch keine Kolosse mehr. Domin ist ja eingesperrt und Domin war ja eigentlich die Kolosse. Die ganze Zeit. Also seine Teile davon. Also er wurde ja ein... Das schöne Pferd humpelt wegen dem Sturz. Das arme Ding. Point Games. Energie. So viele Leute haben das Spiel programmiert. Boah. Alter. Das kann doch nicht sein. Texas ist the Film Commission. Kommission, okay. Japan Studio. Ich glaube, das Game wird jetzt für die Rest des Tage wahrscheinlich jetzt im Regal stehen. In das, ich habe ja, ich glaub, mal 1, 2, ich glaube, 3 Spiele habe ich, sag ich mal, auf Disc, oder? Ja, 3 Spiele habe ich auf CD. Oh. Also auf Blu-ray. Also, naja, gekauft halt. Das ist schon krass. Alle 16 Kolosse waren... War Domin. Deswegen auch die Aggression manchmal bei Kolossen, aber... Und die nicht aggressiven Kolosse, ich glaube, das war die Freundlichkeit von Domin, die... Was weiß ich, vielleicht, ich weiß nicht. Es gab ja Kolosse, die nicht aggressiv waren, finde ich. Geliebt waren. Aber sonst, geiles Game, muss ich sagen. Wenn ich bedenke, es ist schon ziemlich lange her, dass ich auf der PlayStation 2 gespielt habe. Da war ich 16, oder? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin jetzt gerade überlegen. Also PlayStation 2 gab es seit 2001 hier, aber 2 schon. Okay, und die reiten jetzt immer noch weiter weg, wenn die Brücke wird zerstört. Aber was ist mit das Mädchen jetzt? Das kann jetzt eigentlich die Insel ja nicht verlassen. Das ist das Traurige. Die ist einsam. Die ist alleine. Es ist eine Jungfrau. Leute, ihr lasst eine Jungfrau alleine. Was für Männer seid ihr denn? Rettet sie. Ja. Wer weiß, es gibt vielleicht da solche kranken Menschen, sag mal, die es mit Tieren machen.
arme Pferd, das humpelt. Ich hoffe, es besonders, ich frag mich, wie es so den Sturz überlebt hat. Schön gut, es ist Wasser, aber. Komm, bitte, gib noch einen Hoffnungsschimmer, dass man doch noch am Leben ist. Pferd, sag mir bitte, vielleicht bist du es. Vielleicht bist du der Junge jetzt. Es ist ein Baby, wie süß! Der bloß der Junge, den man gespielt hat, ist so ein Baby geworden. Was süß. Mit Hörnern so. Jetzt zieht sie den groß. Ist ja geil. Den Domin. Ach, süß. Pferd, oben ist keine Brücke. Du kannst nicht mehr weg. Du bleibst da. Du brauchst ja den ganzen Weg nach oben jetzt nicht hinhampeln. Ach, wie süß. Da war ja die Brücke, aber es geht ja noch weiter höher. Was ganz oben ist, habe ich mich auch immer gefragt. Also, was ist da? Wegen, man konnte ja nie raus. Ich finde es ganz, ich finde es richtig gut gemacht worden. Die Credits laufen und die Story wird immer noch weiter erzählt in Zwischensequenzen. Das finde ich richtig gut. Das finde ich sehr schade, dass das sehr wenig Videospiele machen heutzutage. Sehr wenig. Meistens haben die so wie in Hollywood-Filmen einfach nur schwarz und dann laufen die Credits ab. Ist das der geheime Garten? Den Geheimgarten habe ich schließlich noch nicht gefunden gehabt. Das könnte aber sein. Ein Hirsch! Auf der ganzen Welt gab es nur Echsen, Vögel und jetzt sehe ich einen Hirsch. Ein Rehkitz. Erst jetzt, was macht es da oben? Du sollst lieber unten sein als oben. Süßes Ding. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das Pferd kann sein, dass das Pferd auch seinen Fuß nicht nur für Staub, sondern gebrochen hat. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt kommen alle. Das erinnert mich irgendwie jetzt gerade an Schneewittchen ein bisschen. Alle die Tiere da so schön in den Wald. Oh, der Adler. Oh, geil. Oh, ein bisschen Falke. Die sehen fast gleich aus meistens. Außer ein Adler ist größer. Das stimmt. Außer die Wüste. Wüste bleibt immer Wüste. Außer, obwohl. Nicht immer. Weil Regenzeit ist nicht. Cool. Aber die Story ist auch komisch erklärt, sag ich mal. Der Domin, der soll so ein Dämon sein, nehme ich jetzt. Ist ja heutzutage werden ja Dämonen meistens mit Hörner dargestellt, etc. Und es ist schon komisch, sag ich mal, dass davon kaum was erzählt wird. Oder kriegt man was mit, sag ich mal, ein Spiel, wo das man verpassen kann.
In Domin wird ja wirklich kaum erzählt, wer das ist richtig. Ist es nur ein Dämon, ein böser und nicht? Wird es dargestellt. Und dass der in 16 Teile von den Menschen früher von Lord Emnul oder wie der hieß, sag ich mal, gebannt worden ist in die Kolossen. In 16 Kolossen. Ende. Jetzt fehlt nur noch ein Fragezeichen. Ich soll X drücken. Das gefällt mir gar nicht. Soll ich X drücken? Ich habe jetzt F. Drücken Sie vor einer Kolossstadt. Im Schrein R2, um den Zeitangriffsmodus zu starten. Will ich gar nicht. Die Modi neuer Spiel. Neues Spiel Plus, okay. Hä? Und Spiegelwelt sind jetzt verfügbar. Spiegelwelt ist eigentlich ja nur, sag ich mal, die gleiche Welt nur spielverkehrt. Also alles andersrum. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das nochmal spielen werde. Jetzt, also besonders bei New Game Plus frage ich mich, was für einen Sinn das hat. Du kannst doch kein Level aufsteigen, gar nichts, sag ich mal. Bei Witcher kann ich es mir vorstellen, er kann immer weiter leveln halt. Das Einzige ist, du kannst Salamander vielleicht machen, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht. Also eigentlich ist es doch das Gleiche, nur dass die Welt spiegelverkehrt ist. Das heißt, eigentlich müssen die Kolosse aber auch spiegelverkehrt sein. Also die Schwachstellen, okay, die Schwachstellen am Kopf bleiben, nur dass der anders hochzuklettern ist, ne, auf andere Seite müsste sein. Ja gut, die Zwischensequenz, das ist ja eigentlich nur der erste Intro, von daher. Gut. Ja, wenn ich jetzt. Irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Ohne Witz, ich glaube, ich werde New Game Plus und Spiegelwelt nur machen, wenn ich, sag ich mal, wieder Bock auf Shadow of the Colossus habe und alle Kolosse fertig zu machen, wirklich. Ich glaube, dann würde ich es machen. Aber auch nur aus dem Grund, sage ich mal, weil komm, New Game Plus ist. Ja, ist eigentlich für mich, sag ich. Ja, dass man nur die Ausdauer, die man schon vorher hat und alles, und Lebensenergie. Und dann die Kolosse machen kann. Und Spiegelwelt, ja, ist halt spielverkehrt, aber ich glaube, dann würde ich die Spiegelwelt machen. So, Leute. Jetzt kommt ihr gerade alle an, sag ich mal, wo das Spiel gerade zu Ende ist. Ich glaube, ich muss mir eine PlayStation-Kamera holen. Dann könnte man vielleicht mit der Kamera so eine Quatschrunde machen noch dazu, wenn das Spiel zu Ende ist. Aber die Musik ist schön, also der Soundtrack, der gefällt. Allgemein Videospiel-Soundtrack finde ich ist so das Beste, was es gibt. Heutzutage hören viele irgendwie nur Techno oder Hip-Hop, Metal ebenfalls. Aber Videospielmusik ist meistens so schön entspannt, meistens. Es gibt auch Spiele, wo, so wie Doom, da hast du hektische Musik drin. Also die ist nicht entspannt, finde ich, die ist hektisch. Ah, ich nicht. Ich hab mal geguckt, wie teuer eine ist. So teuer sind die auch nicht mehr. Ich will aber mir erstmal bald einen PlayStation 4 Ständer holen, sag ich mal, damit der steht. Meine Frau ist gerade wieder gekommen. So, was machen wir nun? Ich glaube, ich werde mal Feierabend machen.
Ne, Wolfenstein habe ich nicht. So, ich habe aber eine Liste gemacht, was ich habe. Ich habe ihr erzählt, ich habe Ruhe. Alien Isolation, Bloodborne habe ich, Game of the Year Edition. Bloodborne wollte ich so mal spielen. Ich glaube, das wird so ein Blight-Let's Play. Ja, Resident Evil 7 habe ich auch. Metro, die Last Light und 2033 Redux Edition. Shadow of Mordor, Game of the Years. Nier Automata, One Piece, Pirate, Warriors 3. Ja, Resident Evil 4, 5, 6, 7. The Evil Within 1 und 2, The Last of Us Remastered, The Order 1886, Thief, Tomb Raider Definitive, The Watch Dogs und das war Saints Row habe ich noch nicht aufgeschrieben. Wieso Kacke? Bloodborne ist eigentlich, sag ich mal, so wie Dark Souls. Nur soll so noch ich find, schwieriger sein, weil du kein Schild hast. Du kannst dann nur ausweichen. Und ja, ich weiß gar nicht, die Monster sehen ekelhafter aus, finde ich ein bisschen. Bloodborne hätte ich Lust, Resident Evil 7, wer lohnt sich irgendwie mehr abends? Halt. Aber ich glaube, ich aber nicht jetzt. Also Resident Evil 7 werde ich abends machen. Watch Dogs kann man tags machen, ja, aber warte mal, ich kann mal gucken. Ich weiß nicht, ich werde mal kurz testen, was würde passieren, wenn ich jetzt in meine Bibliothek gehe. Seht ihr dann immer noch oder blau seht ihr? Saints Row 4 habe ich. God of War muss ich installieren. Was habe ich denn noch? Ja, Saints Row 4 und Saints Row Get Out of the Hell. Ja, Schatz, ich mach gleich Feierabend. Crash Bandicoot. Das kann ich mal nachher nochmal. Ach, okay, ja, blau. Aber hören tut ihr mich, ne? Könnt ihr mich trotzdem hören? Okay, das ist gut. So, installiert ist. Ach, Murdered Soul Suspect habe ich noch. God of War 3 wollte ich eigentlich noch Livestream weitermachen. Wegen das wollte ich auf jeden Fall durchspielen, aber noch nicht jetzt. Heute ist Mittwoch. Vielleicht mache ich heute Abend, wenn ich nicht müde bin, aber dann muss ich früh anfangen. Also so ab 20 Uhr, je nachdem, wenn mein Sohn schläft. Halt dann. Muss ich aber noch mit meiner Frau absprechen, wie ich das mache dann. Alles. Gut. So, Leute, das war's eigentlich. Shadow of the Colossus ist Feierabend, würde ich sagen. Das Spiel wird jetzt fürs Erste in den Regale landen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und, ach nee, Last Guardian habe ich. Nier Automata habe ich erzählt, das ist auf CD. Habe ich noch als ja, Ware, die man anpacken kann. Und Last Guardian. Das ist auch von den Shadow of the Colossus Macher. Nur, dass man da keinen Kolosse tötet, sondern nur irgendwelche Rätsel löst mit einem Tier. Gut, werde ich machen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und ja. Der Stream, ich weiß gar nicht, wie lange der in der Bibliothek will, bleibt, aber ich überlege das, auch wenn da Zwischengelaber ist, vielleicht von meiner Frau oder etc. oder
wegen meinen Hunden muss ich was machen. Es ist halt Livestream gewesen. Kann ich halt nichts machen, sag ich mal. Es kann passieren. Ich werde das auch glaube ich, auf YouTube planen. Ich muss nur, sag ich mal, entweder exportiere ich es oder ich werde das runterladen, was mir sicherer ist, dass ich das als Datenträger noch habe. Und dann werde ich es auf jeden Fall auf YouTube hochladen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, euer Jackie.